Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Ich möchte gerne erstmal bekannt geben, dass ich auch neue Aufnahmen habe und das ist Denderas Mallorca Journal. Und dort zeige ich Fotos und Film über Mallorca und das Leben hier auf dem Insel. Und jetzt die Sternen. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 22. September 2017? Mond bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Waage und hat die zunehmende Mondphase schon begonnen. Es ist eine Verbindung zum Jupiter. Natürlich, das gibt Chancen, Möglichkeiten in unserem Leben, auch mal glückliche Umstände. Das in erster Linie ist bei Tierkreiszeichen Wagengeborenen spürbar. Mond hat auch einen Einfluss von einem Sternbild und es ist nichts anderes als der Bärenhüter, und der Bärenhüter bewacht, beschützt die große Bär und der kleinen Bär am Himmel. Also, das ist eine Botschaft für uns, wir bekommen Schutz und jemand bewacht uns, also kommt Hilfe von außen. Und wie trifft das die einzelnen Tierkreiszeichen? In Tierkreiszeichen Wagen geborenen, wie ich schon sagte, sind Möglichkeiten und Chancen da und Jupiter beschenkt gerade die Wagengeborenen und der Bärenhüter schützt auch, beschützt auch die Wagengeborenen. Das Problem ist nun, dass die Wagengeborenen zweifeln daran oder treffen nicht so leicht die Entscheidungen. Und dazu brauchen die Wagengeborenen ein Rat, eine Unterstützung oder ein schönes Gespräch. Also es ist wichtig, auf anderen hören oder Kontakte suchen oder jemand fragen oder wenn eine Nachricht kommt, vielleicht das beachten und im inneren Gleichgewicht bleiben und keine Angst, kein Zweifel von Veränderungen. Bei den Wagengeborenen ist auch wichtig, das Aussehen gerade und das Verbessern, verschönern die Wagengeborenen. Eine neue Frisur oder neue Kleider. Also die Wagengeborenen stellen etwas dar gerade. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen können gerade ihre finanziellen Situation verbessern. Die Skorpiongeborenen haben gerade auch Gewinnchancen. Die Mond beeinflusst es auch und hier gilt auch, dass die Bärenhüter wirkt und es gibt Schutz, also oder Unterstützung von jemand. Schöne Gespräche sind zum Erwarten in die Liebepartnerschaft, bewegt sich auch und die Skorpiongeborenen fühlen die Leichtigkeit. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen haben auch Glück heute und sie haben auch Gewinnchancen. Aber im kleineren Rahmen, im Umgebung, im vertrauter Umgebung, hilft auch eine kleine Reise. Jetzt größere Veränderungen, da sind noch Hindernisse da. Oder die Schützengeborenen fühlen sich gerade kraftlos. Die Gespräche können auch problematisch sein, gerade bei den Schützengeborenen. Das kann natürlich auch bedeuten, dass die warten auf eine Nachricht, warten auf einen Termin oder auf einen Vertrag und es kommt noch nicht. Und das bringt die Schützengeborenen in dieser Hinsicht aus dem Gleichgewicht. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen brauchen Sicherheit, Stabilität und da haben sie sehr gute Zeit gerade. Glück in die Liebe, Partnerschaft, auch eine gute Nachricht ist zum Erwarten und eine gute Zeit für Immobilien, entweder mit Immobilienhandel oder ein eigenes Zuhause zu finden oder anfangen zum Bauen oder eine gute Zeit für Umzug oder Renovierung oder kann auch bedeuten, dass die Wohnung wird verschönert. Die Steinbockgeborenen haben auch Kraft und sind auch sehr mutig.
und bald kommt auch etwas im Fluss. Die Tierkreiszeichen Wassermanngeborenen verspüren eine gewisse Leichtigkeit und sie nehmen jetzt ihrem Alltag auch ein bisschen spielerischer. Es nähert sich aber etwas im wohnlichen Bereich, vielleicht nicht heute, aber in die nächste Zeit wird es auch ein Thema sein. So ähnlich wie bei Steinbockgeborenen, entweder ein Umzug oder die Wohnung renovieren oder etwas verschönern im wohnlichen Bereich. Wenn die Wassermanngeborenen eine Nachricht erhalten, das kann dazu führen, dass noch Unklarheiten sind. Oder bei einem Vertrag sollen die Wassermanngeborenen das noch genau überprüfen. Die Tierkreiszeichen Fischengeborenen ist gerade ein Hin und Her. In erster Linie betrifft das die berufliche Situation. Die Fischengeborenen fühlen sich auch im Arbeitsplatz unsicher. Oder viele sollen eine Entscheidung treffen, wie zum Beispiel kündigen oder einen neuen Beruf beginnen oder einen anderen Arbeitsplatz. Und da fühlen sich die Fischengeborenen überfordert und sind sehr unsicher bei diesen Entscheidungen. Die Tierkreiszeichen Wiedergeborenen kommen die Gefühle ein bisschen durcheinander und die Wiedergeborenen brauchen aber die inneren Gleichgewicht, weil sie brauchen auch die Ruhe und die Kraft und in Ruhe liegt die Kraft und es passt genau für die Wiedergeborenen. Und die Wiedergeborenen werden in die nächste Zeit etwas in Ordnung zu bringen oder aufräumen. Veränderungen, unerwartete Ereignisse sind zum Erwarten. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen befinden sich gerade in einer Wandlung und es ist gut, es ist eine Verbesserung. Die Stiergeborenen haben auch eine gute Zeit, die Finanzen in Ordnung zu bringen und haben auch Glück und Gewinnchancen. Es ist alles gut bei den Stiergeborenen, auch in der Liebe, auch in beruflicher Situation, auch in Finanzen und eine gewisse Unsicherheit ist spürbar, aber in den kommenden Tagen beruhigt sich etwas und kommt auch etwas im Fluss und haben immer noch diese Glücksenergie auch zum Gewinnen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen machen eine große Reise, vielleicht nicht im Ausland, aber kann auch das eine innere Reise sein. Die Zwillingsgeborenen spüren auch die Leichtigkeit, die können endlich aufatmen, aber sie möchten oder sollen auch etwas befestigen, entweder die berufliche Situation oder in die Liebe, Partnerschaft kommt diese Sicherheit und Stabilität, weil das ist ein großes Bedürfnis, auch gerade bei den Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist ein beruflicher Aufstieg und jetzt ist die Zeitqualität beruflich erfolgreich zu sein, auch gute Gespräche oder ein guter Vertrag oder gute Termine und auch in die Liebe und Partnerschaft ist eine wunderbare Zeit bei den Krebsgeborenen. In den kommenden Tagen verbessert sich das sogar und das ist auch ein gutes Gefühl, kommt auch etwas im Fluss. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen ist wichtig, die Freundschaften und sie werden auch neue Kontakte pflegen oder haben ein neues Hobby oder melden sich an in einen Verein oder organisieren etwas. Also hier sind Treffen mit gleichgesinnten Menschen oder ein Austausch und neue Begegnungen. Bei Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist mehr Klarheit und sie werden auch klare Entscheidungen treffen. Alles oder nichts ist die Motto gerade bei den Jungfraugeborenen. Es ist alles gut und es trägt auch Früchte und es wird auch in den kommenden Tagen schon spürbar sein, weil da bewegt sich auch etwas bei den Jungfraugeborenen. Diese kosmische Energie beeinflusst unserem Leben, beeinflusst unserem Alltag. Jeden Tag, jede Stunde, jeder Moment ist einzigartig, kehrt auch nie wieder zurück in demselben Form. Und das wirkt auch auf den einzelnen Menschen. Und es ist wichtig auch, wenn ein wichtiger Termin da ist oder wenn jemand wissen möchte, wie verläuft der Tag.
Dabei kann ich Ihnen helfen, diese Energie maßgeschneidert berechnen und auch erklären, zu Stunde, wie verläuft den Tag. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Tendera Susanna Medici.